Hallo liebe Fitness- und Bodybuilding-Freunde. Es gab halt auf Instagram keinen, den du gesehen hast, der halt so jung war und so pummelig aussah wie ich. Quasi alle waren halt krass mit Sixpack, mit Adern. Die Leute wollen halt die Badehosen sehen, ne? Schöne Haare und... Und dann ist es natürlich so, dass man sich denkt, irgendwann ist das neue Normal für dich. Das ist kein Scheiß, was ich jetzt erzähle. Bei mir war die Offseason 155 Kilo, ja. Und das war ganz normal und da habe ich mich auch wohlgefühlt, ja, das war schön. Ich bin Moritz, ich habe mit Bodybuilding angefangen, weil ich nicht mehr der kleine, dicke Junge sein wollte. Es gibt Leute, die können vor der Kamera sprechen und es gibt Leute, die halten besser die Schnauze. Also ich wurde halt gemobbt. Deswegen habe ich halt immer ziemlich viel gegessen, so als Stressausgleich. Absolut. Hat er viel richtig gemacht, ja. Es ist so eine Packung American Cookies oder ich bin mal bei uns zum Netto gefahren und habe mir dann süße Teilchen geholt, deswegen bin ich fett geworden. Wie kommt man zu einer Top-Wettkampfform oder zu einer Topform für den Sommer, wenn sich jemand vorbereiten möchte, um gut auszusehen im Schwimmbad oder so? Trainieren, fressen, schlafen, Genetik. Hähnchenfleisch. Ei, klar. Und dann habe ich halt angefangen abzunehmen, weil ich halt... Ja, auch, sag ich jetzt mal, nicht mehr gemobbt werden wollte und halt, ich wollte auch eine Chance bei Mädchen haben. Die wollte auch Kinder und Familie und den ganzen Klimbums halt. Ey, ich war 24 Jahre, wie so ein Scheiß hatte ich überhaupt keine Zeit, ne? Ich habe immer gedacht, je mehr Frauen mich eklig finden, desto besser werde ich. So, Freunde, bei mir gibt's jetzt Mittagessen. Ich habe mir einmal eine schöne Bowl gemacht. Damals hat halt nicht jeder seinen Frühstückspancake auf Facebook geballert, ja? Damals hast du ihn gefressen. Wir haben hier unten Reis mit drin, dann haben wir 250 Gramm Möhrengemüse, 255 Gramm Kidneybohnen, 100 Gramm Sojagranulat. Und das ist meiner Meinung nach eine absolute Frechheit. Das Vegane geht gar nicht. Das fand ich halt wichtig, auch zu zeigen, was man mit harter Arbeit auch wirklich erreichen kann. Was? Oh. Scheiße. Aufbauphase, wir haben mehrere Diäten schon zusammen gemacht, bis ich dann... letztendlich zu meiner Form gekommen, die ich jetzt habe. Der aussieht hier wie das Mikro, als ob er, keine Ahnung, schon 25 Jahre Trainingserfahrung hat. Der Bub ist ja erst 20. Es ist cool, man freut sich, dann weiß man, dass die Arbeit sich gelohnt hat. Der trainiert vielleicht 2 Jahre, ja? Erzählt aber Geschichte wie ein Große. Wie groß ist die Versuchung, es dann selber mal mit Anabolika zu versuchen? Ist schon da. Und das finde ich geil. Funktioniert 100%. Alles gut und viel Erfolg für euch. Nein, ganz im Ernst. Ich liebe anabole Steroide. Man nimmt das, man wird besser. Und es, glaube ich, dann wieder abzusetzen, ist schwierig, weil die Form halt wieder schlechter wird. Auf naturales Niveau geht. Ja, scheiße, ne? Die passende Ernährung und Gesundheitstipps habe ich natürlich für euch parat. Nee. Ich habe die Tipps. Alter. Ich habe immer so lange gefressen, bis es kurz vom oben wieder rauskam und das lässt den Muskel wachsen. Ich weiß. Gestern war schwer, die angewinkelten Sprünge. Ich habe das Gesicht vor Augen. Scheiße. Das ist ja heute ein sehr, sehr cleverer Geschäftsmann. Also was der hier auf die Beine gestellt hat. Scheiße. Es hilft leider nicht. Ich kann keine Entwarnung geben. Es geht weiter. Spannend. Und ihr wisst, in welche Richtung. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu sehr Beinmuskelkater. Denn heute machen wir nach Sprunggestütz, Skippings und nach die statischen Bauchübungen. Wenn du das jetzt anhörst, riechst du einen Knall, oder? So ein verfuckter Dreck mache ich nicht. Ihr wisst, wie es geht. Wir brauchen unser Handtuch, unseren Timer. Ich könnte immer die Hose scheißen. So einen Scheiß machen wir nicht. Und ich würde sagen, so, los geht's. Ich verweigere mich, geht mir so auf den Sack. So eine gequillte Scheiße. Nutzen die Sekunden für den Aufschrieb. Und Skippings. Ich hab Angst, ja. Und schwer macht schwer, das ist ganz wichtig. Also lass den Quatsch. Wie ihr seht, heute liegt der Fokus auf der Brust, Trizeps und Schulter, bei der Oberkörpermuskulatur. Ich muss halt oft lachen drüber. Das ist einfach Social-Media-Übung. Ne? Ich muss ganz klar differenzieren zwischen Übungen, die Sinn machen und einfach Übungen, ja, wo einfach besser aussehen. Und nochmal das! Guck mal hier. Ein Alien oder Veganer? Eins von beiden. Also hoffe ich eher, dass er ein Alien seid. Ne? Also. Die Luft kaputt. Da kann man die Karriere beenden. Karls.com. Abonniert meinen YouTube-Channel. Folgt mir auf Twitter und Facebook. Den kannst du vergessen. Ich hab nichts gegen Veganer. Um keine Infos zu verpassen, die passende Ernährung und Gesundheitstipps habe ich natürlich für euch parat. Nee.
Ich hab die Tipps. Alter. Ich hab immer so lange gefressen, bis es kurz vom oben wieder rauskam und das lässt den Muskel wachsen. Oh. Heute dreht sich alles um das Fitnesstraining für die 40-Plus-Generation. Mighty Matze. Hast du dich schon mal gefragt, warum so viele Menschen damit scheitern, in Form zu kommen? Das ist ganz einfach, sag Zahnpasta mit Nandrolon. Dann funktioniert's auch. Heute werde ich dir mal die 5 häufigsten Fehler zeigen, die ich in den letzten 6 Jahren als Fitness- und Personal Trainer so mitgekriegt habe. Schauen wir mal. Also ich erwarte das Schlimmste und hoffe das Beste. Also bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran, damit du alle wichtigen Infos mitkriegst. Nö. Ganz klar, nö. Fehler Nummer 1 ist ein fehlendes oder unzureichendes Warm-up. Was natürlich totaler Bullshit ist. Für mich war das ein Schlag in die Fresse. Und am allerwichtigsten ist es natürlich, dass du dich überhaupt aufwärmst am Anfang deines Trainings. Ganz wichtig ist Beinpresse mit 12, 1300 Kilo, solange es gesundheitlich geht. Denn wir wollen einerseits unsere Gelenke aufwärmen. Naja, immer volle Granate. Arzt hat damals gesagt, schwer und falsch, so falsch wie es geht. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht anfängst mit 5 Minuten Cardio auf zum Beispiel dem Laufband, das ist völlig okay. Das ist natürlich Quatsch. Hätte ich zu viel Angst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber danach nochmal mindestens 4-5 Mobility-Übungen machst. Ich weiß ja, wer den Scheiß wieder erzählt hat. Das haben mir irgendwelche Wissenschaftler wieder erzählt. Die Bizeps haben wie Karottenstäbchen. Ne? Hier haben wir jetzt zum Beispiel wirklich die Oberschenkelmuskulatur, Rückseite, Hintern, Rücken. Wir bewegen hier wirklich einmal alles. Das habe ich einmal gemacht. Den Bizeps lang wieder dehnen, den wirst du fast abgerissen. Der zweite Fehler ist, zu viel Fokus auf das Cardio-Training. Das verstehe ich, ja. Mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen. Fehler Nummer 3, du sitzt nur auf irgendwelchen Maschinen rum. Was machen die Neuen, die ins Studio kommen? Die Arnold-Press, Kreuzheben, genau falsch rum. Und da wundert sie sich, dass sie nach einem Jahr Training genauso aussehen wie am ersten Tag. Und ich sehe das leider ganz, ganz viel bei Leuten, die eine sitzende Tätigkeit haben, 8 bis 9 Stunden im Büro sitzen und dann erstmal im Fitnessstudio sich auf die Maschine setzen. Kapier ich nicht. Diese Ignoranz verstehe ich nicht. Dann ist da natürlich auch kein wirklicher Trainingseffekt da. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dass du eher mit freien Übungen trainierst. Da musst du kompletten Dachschaden haben, aber... Wenn ihr neu seid, geht am Anfang an die Maschinen. Fehler Nummer 4 ist die fehlende Variation. Vielleicht hast du auch schon seit Jahren den gleichen Trainingsplan. Ja. Na, plötzlich mit Adern auf dem Arm. Natürlich ist es so, dass du mit der Zeit überhaupt keine Fortschritte mehr machst. Alles, was der sagt, ist so eine gequillte Scheiße. Denn dein Körper braucht regelmäßig neue Reize und dementsprechend muss dein Trainingsplan sich über die Zeit sowie dein Fitnesslevel nach oben steigern. Da würde ich immer sagen, viel hilft viel. Ja? In diesem Sinne. 3 bis 4 Mal am Tag. Beinpresse mit 12, 1300 Kilo funktioniert ganz hervorragend. Und der 5. Fehler ist die fehlende Kontinuität. Das ist das, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen. Machen wir uns nichts vor, wenn du nur einmal die Woche oder sogar nur alle 10 Tage ins Fitnessstudio gehst, dann wirst du keine Ergebnisse sehen. Das wäre dann ein Thema, wo ich absolut Daumen hoch zeigen würde. Du musst schon wirklich eigentlich mindestens 2 Mal die Woche zum Training gehen, damit du überhaupt mal in so einen Flow reinkommst. Wie gesagt, Beinpresse mit 12, 1300 Kilo, 3 bis 4 Mal am Tag. Wenn du noch andere Fehler hast, die dir einfallen oder noch andere Fragen hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Aber leck mich am Arsch, ja. Schluss. Oh. Rosamunde Rühl. So was Stabiles, ja. Du weißt ja gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuze hier macht.